Morgen aus Texas. Wir wollten jetzt eigentlich unsere Campsite verlassen und weiter Richtung Davis Mountains fahren. Aber das Tor für die Ausfahrt ist gesperrt. Also wir kommen da jetzt nicht raus. Steve versucht gerade einen alternativen Weg zu finden. Sieht schlecht aus. Wir haben zum Glück noch Essen für 2 Tage. Und falls wir nicht rauskommen, hoffentlich kommt in den nächsten 2 Tagen jemand und öffnet das Tor. Das wäre ja mal was. I'm out of breath. You whisper gently to the silent trees. Steve war joggen und hat uns einen alternativen Weg gefunden. Schauen wir mal, ob wir mit dem rauskommen. I won't forget. You know the secrets of the late night breeze. It's all pretend. Rocky ist raus. Er fährt. Wir haben noch keine Ahnung, wo wir heute Abend schlafen. Wie so ziemlich immer. Wir wissen, es wird richtig, richtig, richtig kalt. Arsch fucking kalt. Also vielleicht 5 Grad draußen heute Nacht, wenn es so zwischen minus 5 und minus 10, glaube ich. Also die 5 Grad sind nicht so schlimm, aber der Wind ist so, so kalt. Ja. Es ist halt alles hoch hier, ne? Schauen wir mal, was wir finden für heute Nacht. Don't you worry now, don't you worry now. Also vor ein paar Tagen hatten wir noch 25 Grad und Sonne. Jetzt gerade haben wir 0 Grad und Schnee. Ich hoffe, Rocky hält es durch. Leute, wir haben die erste Nacht mit Heizung geschlafen. Ich habe geschwitzt, war mir zu warm. Wir hatten 18 Grad im Camper. Wer schläft bei 18 Grad? Also normale Menschen wahrscheinlich, aber wir nicht mehr. Wir schlafen mittlerweile immer bei 6 Grad. Und draußen waren, laut Wetterbericht, wir können es nicht überprüfen, minus 8 Grad diese Nacht. The day was rough, an easy slip and then you're out the door. You had enough, these empty vows come up. Plan ist heute, auf den höchsten Punkt von Texas zu wandern. Der ist im Guadalupe National Park. Wir leiden immer noch vom Government Shutdown, das heißt, der Park ist geschlossen und alle Autos parken einfach außerhalb auf der Straße und klettern dann über den Zaun und machen die Wanderung trotzdem. Und das machen wir jetzt auch. So don't you worry now, don't you worry. Wir sehen uns oben. Willkommen on top of Guadalupe Mountain. The Guadalupe Peak. Guadalupe Peak. Auf 2670 Metern. Das war mal wieder Abenteuer gepaart mit Verpeiltheit. Wir hatten Schnee, wir sind zu spät gelaufen. Ja. Wir werden wahrscheinlich wieder im Dunkel ankommen. Wir sind 3,5 Stunden hier hochgelaufen. Und ich glaube nicht, dass wir bergab schneller sind, weil alles jetzt halt super vereist ist. Und ich bin ja wie so eine Oma, ne? Bei Glatteis. Ich habe immer mit Schiss. Ich rutsche dann immer so wie so ein Omchen. Also, ich werde nicht schnell bergab kommen. Wenn ihr das mal irgendwann machen wollt, lauft vor 12 Uhr los. Vielleicht vor 11 sogar. Also im Winter, im Sommer ist es scheißegal. Ja. Aber playing Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't.
Bonjour und willkommen bei Luisa Kocht. Was macht die Chefin heute? Heute gibt es eine, ich glaube, das ist schon gut, Quinoa-Reis-Pesto-Pfanne. Willst du es schauen kommen? Rotes Quinoa, Reis, Paprika, Zucchini und Tomate mit Pesto Rosso. Snackbar, aber nicht heiß genug. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. Wir sind heute in so einem Art Tierheim, wo Tiere, die halt nicht mehr in der freien Wildbahn leben können und dort keine Chance hätten zu überleben, aufgenommen wurden. Finden wir eine gute Sache, deswegen unterstützen wir das gerne und spenden mit unserem Eintrittsgeld hier ein bisschen. Ja, Geld. Genau. Und von der Rocky-Gasse haben wir genommen. Das heißt, Rocky kriegt keine Öl mehr. Aber dafür helfen wir ein paar Tieren. Helft mal ein paar Tieren, genau. Das arme kleine Vögelchen da, das hat eine Flügelbeschädigung und kann deswegen nicht fliegen. Und deswegen muss das hier bleiben. Und es gibt hier eigentlich noch so einen Vogelgarten, wo man sogar durchlaufen kann, wo die Vögel frei fliegen. Aber da war ein anderer Vogel, war gemein zu dem hier und hat den immer angegriffen und jetzt muss der alleine leben. Da blutet mir mein Herz, ich kann sowas mal gar nicht sehen. Heute heißt es wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steve Schraubt. Steve schraubt heute nicht. Steve sucht. Wir haben irgendwo da hoch wahrscheinlich ein mini Loch und deswegen kommt einfach jedes Mal ein Tropfen in Rocky rein. Dafür wird Rocky mit Wasser geschüttelt und wir schauen mal, was da passiert. Also Leute, ich habe es jetzt gemacht und schaut ihr mal, was da passiert hier. Also was ich schon gemacht habe, ich habe da oben überall schon Silikon. Also wirklich so alles geklebt ohne Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen muss. Weil wie gesagt, es gibt einfach nicht mehr genug Silikon hier, um das Ding da oben zu kleben. Also es kommt von irgendwo und wir müssen einfach rausfinden, woher das kommt. Mindestens sind wir sicher, dass es nicht vom Fenster kommt. Es kommt definitiv vom Dach. Wir sind auf 2553 Meter. Die Wanderung war sehr anstrengend. Ich bin platt. Also wirklich. Ich auch. Ich bin so platt. Das war super schön. Ja, super schön. Das ist jetzt unsere letzte Wanderung gewesen hier im Guadalupe Nationalpark. Und heute Abend, also wenn wir unten angekommen sind, fahren wir weiter Richtung El Paso, also immer nach Texas. Und dann das nächste Ziel wären die White Sand Dunes. Tschüss. Coffee cup to go and I'm gonna hit